Wenn die wahre Kunst zur Ware wird. Galeristen und ihre Künstler. In der guten Kunst ist man sowieso in einem engeren Segment, weil wir uns ja entschieden haben, nicht so auf Deutsch gesagt Musikantenstadelmusik, sondern Qualität zu machen. Galeristen bieten die Werke der Künstler am Kunstmarkt an. Auch ganze Räume können dann zur handelbaren Ware werden. Ja, ich habe schon Räume verkauft. Ja, aber ich nicht. Ja, dann mach mal. Ja. Immer mehr junge Künstler drängen auf den Markt. Und sie werden von den Galerien zusehends auch digital entdeckt. Ich bin zufällig auf sein Werk gestoßen. Ich glaube, das war vielleicht das in einem Kunstmagazin oder da über Instagram. Früher hat man gesagt, also ein Kunstwerk muss man echt sehen, oder? Bevor man es kauft. Genau. Das ist widerlegt. Ein Kunsthändler aus Oberösterreich baut seinen Lieblingskünstlern sogar ein eigenes Museum. Wir haben ein Museum für Menschen gebaut. Wir wollen nicht verwalten, sondern wir wollen leben mit der Kunst. Ja. Und mancher Galerist gibt sich nur noch mit den ganz großen Künstlern zufrieden. Konnte es dennoch kein kleineres Kunstwerk sein? Nein. Es war einfach keines verfügbar. Galerien sind das Bindeglied zwischen Künstlern und Kunstinteressierten. Seit dem 19. Jahrhundert betreuen und präsentieren Galeristen ihre Künstler. Wie groß ist das Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz? Zum einen hat Kunst immer schon eine Doppelnatur. Sie ist für sich besehen, gleichsam nach Kantschem interesselose Wohlgefallen, ein Menschenrecht. Sie ist etwas, das einen universalen Anspruch erhebt, auch wenn nur ein ganz kleiner Teil der Weltbevölkerung überhaupt den Zugang zur Kunst hat und ein noch kleinerer Teil davon ihn versteht und ein noch viel, viel kleinerer Teil Kunst erwerben kann. Und auf der anderen Seite ist sie eine handelbare Ware. Ich würde das gar nicht mit Kommerz beschreiben, sondern schlicht und ergreifend mit Handeln, denn ein Künstler muss ja auch leben. Und es wäre grotesk, würde man in irgendeiner Weise die Tatsache, dass Kunst verkauft wird, für ein negatives Merkmal der Kunst halten. Schloss Karlsdorf bei Ilz. Hier hat eine Galerie für ihre Künstler außergewöhnliche Präsentationsräume geschaffen. Zeitgenössische Künstler originell in den Mittelpunkt zu rücken, ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Galeristen. Ich liebe es sehr, um meine Arbeiten hier sehen zu lassen. Ich hatte auch gefragt, wenn ich zum ersten Mal dieses Schloss sah, dann hatte ich mich verliebt in dieses sehr alte Schloss. Für die Bilder der niederländischen Künstlerin Margriet Smulders wählte die Galerie Rheinisch die historischen Räume als Kulisse der opulenten Gegenwartskunst. Ich will, dass Menschen trunken werden von das Sehen meiner Arbeiten, dass man sich verführen lässt durch die Blumen. Ich möchte gerne, dass Blumen sehr wichtig werden in der Welt. Deshalb mache ich sie groß. Es ist Malerei ohne Malerei. Ja, es ist Malerei in einem anderen Medium. Wir haben damit in der Kunstgeschichte ja schon relativ früh begonnen. Es ist sozusagen in einer Tradition stehend. Und man kann das Malerische hier im Fotografischen sehr gut sehen. Wir haben diese Sehgewohnheiten durchaus gelernt. Und es ist ein Paradebeispiel für Malerei in einem anderen Medium. Und was bewirken die Bilder bei Ihrem Betrachter? Freude. Man muss es sagen, es ist vielleicht jetzt nicht das Opportune als Antwort, wo man sagt, na ja, es ist nichts Kritisches drinnen, es ist nicht der Hinweis auf einen Missstand etc. Da geht es um höchst subjektive Momente der Farbe, da geht es um Momente des Lichts. Also das wird auch sicher in dem Ausstellungsort, dieses Schloss hier, mit der Umgebung, die Räume, die Abfolge der Räume, der Blick aus dem Fenster, das ist ja dann plötzlich alles zusammengenommen für diese Erfassung
der Sinnlichkeit in diesen Bildern verantwortlich. Künstler und Kunstinteressierte zusammenzubringen, ist eine der wesentlichen Aufgaben von Galeristen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, wie Sie wissen, machen wir ja hier Ausstellungen nicht inflationär, sondern einmal im Jahr oder maximal zweimal. Und meine Mitarbeiterin Manuela Schlossinger, die gerade draußen ist, hat vor Jahren in der Pinakothek der Moderne gearbeitet und die Künstlerin Margrit Smulders kennengelernt, die dort ausgestellt hat. In der Nachkriegszeit, also vor allem im Wiener Aktionismus, musste man schmieren, etwas anstellen, Aktionismus betreiben, wie Sie wissen, mit Blut und mit anderen Dingen, die der Mensch verliert. Und das ist absolut wichtig in der Kunstgeschichte. Und da war es absolut verpönt, so wie bei Thomas Stimm mit Blumen oder bei Margrit Smulders. Und ich finde es geradezu frech und sehr zeitgemäß zu sagen, diese Gegenbewegung zur Kunst ist auch nicht das Einzige, und ich mache die Gegenbewegung zur Gegenbewegung und zeige ganz bewusst Blumen. Und das noch dazu in einer, ich sage jetzt ganz brutal, grenzkitschigen Form, also im Banne der Schönheit. Und es ist eben deswegen weit, weit von Kitsch entfernt. Die Anzahl an zeitgenössischen Künstlern ist groß. Die passende Auswahl an Objekten und Künstlern ist für die Galerien essentiell, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. In der guten Kunst ist man sowieso in einem engeren Segment, weil wir uns ja entschieden haben, und da sind wir nicht die einzige Galerie, nicht so auf Deutsch gesagt Musikantenstadelmusik, sondern Qualität zu machen. Und da gibt es dann sowieso eine, in Prozenten ein kleineres Segment. Und wir wissen ja, dass ein schönes Bild nicht immer gut ist, aber ein gutes Bild ist immer schön. Und das ist vielleicht jetzt ganz banal, Kunst darf auch schön sein. Galerist Sebastian Suppan führt seit 4 Jahren die 1974 gegründete gleichnamige Wiener Galerie. Vorwiegend zeitgenössische Künstler werden von der Galerie vertreten. Der österreichische Künstler Michael Ornauer ist einer von ihnen. In seinem Atelier in der Nähe von Wien arbeitet der Meisterschüler von Hubert Schmalix an seinen abstrakten Farbkompositionen. Wichtig ist für mich einfach, dass das leuchtet. Es muss, die Farben müssen einander so begegnen, dass sie sich verstärken. Ich gestalte ein Objekt, das keine Referenz hat auf etwas in der realen Welt. Figuration ist ein Problem. Also das versuche ich zu überwinden. Also keine Abbilder von irgendwas, keine Reproduktion, auch keine Assoziation. Ein Antrieb bei mir ist auch immer so, das kann nicht so bleiben. Also die klassische Frage, wann ist das Bild fertig? Ja? Wenn es in mir sagt, okay, es kann so bleiben. Aber bis dahin heißt immer, das kann nicht so bleiben. Die letzte Meile tut weh. Das häufigste Gefühl ist eigentlich Unzufriedenheit. Fast immer
beinahe, also ich habe zuerst gesagt, das ist Freude, ja auch, aber fast häufiger ist dann vielleicht doch das Gefühl, ah, das ist jetzt nichts. Und dann arbeitet man so lange weiter, bis es halt sagt, ah, jetzt ist es was. Es ist einfach sehr gut, sehr lange unzufrieden zu sein mit dem Bild. Es ist eine Quälerei, es quält mich, es quält das Bild. Geld machen will, wenn man reich werden will, gibt es erfahrungsgemäß viel bessere und zielführendere Wege als die Kunst. Also wenn man dieses Herangehen hat mit dieser Berufswahl, ist es von vornherein falsch. Solange ich Farben kaufen kann und Sachen über den Kopf habe, ist okay. Ja? Im Wert eines Bildes ist ja auch der ganze künstlerische Werdegang eines Künstlers drinnen. Natürlich ist es aber an diesem Punkt in der Karriere angenehm, dass das Werk honoriert wird, auch finanziell, was ja lang nicht der Fall ist bei den meisten. Ja, also das ist schon ein Homecoming. Galerien leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zum kommerziellen Erfolg zeitgenössischer Künstler. Michael Ornauer bringt heute ein neues Bild zum Verkauf in die Galerie Supan. Salzburg während der Festspielzeit. Hier hat die Galerie Rheinisch aus Graz eine temporäre Pop-up-Galerie installiert. Flexibilität ist das Gebot der Stunde, um die Kunst dort anzubieten, wo die potenziellen Käufer sind. Prominente Kunstinteressierte sind auch für Galerist Helmut Rheinisch wichtige Zugpferde. Tatsächlich habe ich bis jetzt so viel arbeiten müssen, dass das mein erster freier Abend ist. Aber es kann man jetzt, es wird jetzt ein bisschen ruhiger. Und ich möchte auf jeden Fall. Nein, also gut, ich war im Museum der Moderne war ich schon, aber das ist tatsächlich mein erster Galeriebesuch jetzt. Ich wünsche allen, dass wenn Ihnen ein Brandl oder ein Rainer oder ein West oder ein Wurm oder ein Nitsch gefällt, nicht nur den Namen, sondern jeweils ein sehr gutes Werk, ein sehr gutes Bild. Denn genau das ist dann immer wieder in Museen ausgestellt. Welche Kunst verkauft sich, welche nicht? Jede Galerie interpretiert die Auswahl der angebotenen Kunstobjekte auf ihre Art. Wir sind grenzenlos subjektiv bei der Auswahl der Objekte. Wir haben sehr hohe Kriterien, die wir selbst anlegen und immer wieder hinterfragen und die primär auf uns abgestellt sind. Ja? Also wenn die Dinge, die wir zeigen, den Leuten, die kommen, gefallen, dann freut uns das sehr. Und wenn das nicht so ist, dann kann man nichts machen. Aber wir können zumindest garantieren, dass es beste Qualität ist. Auch Schauspielerin Verena Altenberger ist Galeriegängerin. Natürlich spielen Bilder, Fotografien, Malereien eine riesige Rolle, aber es ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt Bilder, die sagen mir überhaupt nichts. Es gibt Bilder, die konnte ich mir, da ist fast nichts drauf, die konnte ich mir trotzdem 5 Tage hintereinander anschauen. Ich freue mich vor allem, dass die Margrit mal das da ist, einfach weil ich es so wahnsinnig spannend finde, die Künstlerin dort zu haben und die Werke zu sehen. Also ich meine, ich finde, das ist so eine Luxussituation, dass man sagt, ich kann mir jetzt wirklich die Kunst anschauen und das erstmal wirken lassen. Und wenn ich dann Fragen habe, kann ich die auch noch fragen oder einfach drüber reden. Das ist, finde ich, schon sehr besonders bereichernd. Das ist Milch. Die Vermittlung der Kunst und die Begegnung mit der Künstlerin stehen auch hier im Mittelpunkt der Arbeit der Galeristen. Ja, wir sind in Graz und
sind immer schon interessiert, auch in anderen Städten, auch in Salzburg auszustellen. Masterpieces of Art ist, wenn etwas so wie hinten im tollen Raum hinten ein Bild auf der Documenta war, im Guggenheim Museum und in insgesamt 7 Museen. Und da ist es schon spannend zu sehen, dass hier zumindest 12 Arbeiten hängen, die in mehreren, zum Teil in vielen Museen waren. Und deswegen nennen wir es Masterpieces, nicht weil es nur berühmte Künstler sind, sondern innerhalb dieser Gruppe oder dieser Künstler absolute Highlights. Die Galerie hat die besten zeitgenössischen österreichischen Künstler internationalen Formats im Programm. Genau, unser Motto. Wir zeigen das Beste und bemühen uns vor allem, das Beste zu bekommen. Das ist gar nicht so leicht. Das ist nicht immer eine Geldfrage. Es gibt viele Künstler, wie hinter mir Hollecker, da können sie eventuell sehr viel Geld besitzen und haben keine Chance, bei ihm oder wo auch immer 10 Bilder zu kaufen. Völlig ausgeschlossen. Galerist Sebastian Suppern führt zeitgenössische heimische Künstler im Galerieprogramm. Servus. Servus. Neue Kunstwerke für den Primärmarkt anbieten zu können, sind wesentliche Bausteine der Arbeit von Galeristen. Wenn frische Kunst kommt, das ist eine gewisse Freude. Ich bin zufällig auf sein Werk gestoßen. Ich glaube, das war vielleicht was in einem Kunstmagazin oder da über Instagram. Im Grunde genommen, wenn man Kunstwerk sieht, ist ja die erste Begegnung, die zählt. Ja, das heißt, ob man es jetzt in der Galerie sieht, das Kunstwerk, oder auf einem Messestand oder digital, in digitaler Form, im Grunde genommen muss die erste Begegnung einfach passen. Früher hat man immer gesagt, also ein Kunstwerk muss man echt sehen, oder? Bevor man es kauft. Genau. Das ist widerlegt. Genau. Wir versuchen einfach, dass die Reproduktion digital schon so nah am Original dran ist, auch mit entsprechender Auflösung, dass sehr wohl die Leute von dem Bild weg sagen, das möchte ich haben. Ja. Und das war eigentlich unvorstellbar früher. Im Portfolio der Galerie ist auch der Künstler Dénes Gizzi. In seinem Atelier in Rohrau malt er seine Ölbilder. Eine sehr klassische Technik, würde ich sagen. Also gut, es ist gegenständlich, fotobasiert, Vorlagen, die ich zum Teil selber mache oder finde im Internet und dann abwandle, zum Teil auch digital. Und ja, dadurch entstehen ganz neue Sachen. Andere Farbpalette als sonst in der letzten. Es wird immer bunter. Es wird immer bunter. Ja. Wo ist dieser botanische? Naja, Garten? Das sind eigentlich fiktive Räume. Ja, also ich habe verschiedene Vorlagen, die ich dann abwandle. Ja. Und es ist eigentlich egal, wo es ist. Es sind da diese botanischen Gärten aus dem 19. Jahrhundert mit dieser Höhe und so. Sakrale Räume. Ja. Die Vienna Suite No. 1 hat der deutsche Künstler Anton Henning zur Galerie Hilger in die Wiener Innenstadt gebracht. Das Atelier verlassen eigentlich nur Bilder, die ich sehr schätze. Und der Trennungsschmerz ist groß, sogar so groß, dass ich eigentlich auch immer weniger gerne mich davon trenne. Man kann die Malerei sowieso nicht ganz neu erfinden. Man kann sie nur immer wieder neu anwenden. Da fühle ich mich oft wie ein Koch, der also mit den unterschiedlichsten Ingredienzen
etwas Köstliches zubereitet. Und welche künstlerischen Zutaten hat er in Wien verwendet? Ja, Modernismus, Kubismus, Francis Bacon, Pop, Minimal, Op, Hockney schwirrt hier rum, Van Gogh, Alan Jones, ich weiß nicht, ich glaube ganz viel, George Kondo. Ah, Rodin, also das ist echt ein ziemlicher Salat. Der etablierte Künstler arbeitet seit 1991 mit Galerien zusammen. Haben Galeristen jemals versucht, ihn künstlerisch zu beeinflussen? Also es ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das führt oft dann dazu, dass es, also in meinem Fall dann, dass es nicht weiter, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wurde. So war es übrigens mit Ernst und mir vor 30 Jahren. Und ja, da gab es eben so Bilder, die besonders gut gingen. Ja, und ich habe dann aber eben gemerkt, dass das nicht gut ist, wenn ich das bediene. Das war ein Reifungsprozess. Und es war aber gut. Wir sind aber nicht im Streit auseinander. Wir haben uns eigentlich nie gestritten. Jetzt haben wir jetzt einfach dieses Projekt aus Jux und Tollerei und zum 50-jährigen Jubiläum der Galerie und seinem 70. Geburtstag angegangen. Und er hat mir absolute Freiheit gelassen. Ernst Hilger ist bereits seit 1971 im Galeriegeschäft. Trotzdem macht er mit seinen Künstlern immer wieder neue Erfahrungen. Ich habe so eine Ausstellung noch nie gehabt und ich bin sehr glücklich damit. So extremen Eingriffe in die Galerie hatten wir eigentlich noch nicht. Nee? Nee. Also wir haben Leute gehabt, die eine ganze Wand schwarz wollten oder grau wollten, aber so hier, dass hier wirklich eigentlich eigene Malerei gemacht wurde, das hat es eigentlich noch nicht gegeben. Ich meine, ich bin ja dann gekommen und habe die Galerie noch gesehen, wie sie vorher war und dann bin ich ein paar Tage später gekommen und dann war die ganze Galerie gar nicht gewusst, dass ich bei mir bin. Das ist dann wie nochmal ein neues Bild schaffen. Das ist wie ein Werk in sich. Also die ganze Galerie ist ein Werk eigentlich. Ja. Kann eine Galerie demnach auch ganze Kunsträume verkaufen? Ja, ich habe schon Räume verkauft. Ja, aber ich nicht. Ja, dann mach mal. Ja, aber ich habe noch, ich noch nicht. Es ist wie, ich zweifle nicht daran, dass du das schon hast, aber ich habe es noch nicht. In Wirklichkeit wollen wir ja immer Räume dominieren, beherrschen mit dem, was wir verkaufen. Und jetzt gibt es hier einfach eine Vorgabe, wie das ausschauen könnte. In einem Kunstlager in Wien-Simmering wird ein Bild von Wolfgang Holliger aus dem Archiv geholt. Der Galerist Alexander Giese hat es vor kurzem bei einer Auktion ersteigert, um es wieder auf den Kunstmarkt zu bringen. Es ist für mich jetzt schon der zweite Eindruck, weil ich habe das Bild also letzten Herbst hier schon einmal gesehen. Und ich bin nur glücklich darüber, dass sich eigentlich an meiner Begeisterung nichts verändert hat. Es ist, glaube ich, jetzt sogar noch einmal gesteigert. Ja, es gibt diesen blöden Spruch, je besser das Bild, desto weniger gut muss die Präsentation oder die Umgebung sein. Also ich glaube, ungefähr alle Bilder von Wolfgang Holliger zu kennen. Und ich muss sagen, dieses Bild ist eines der allerschönsten. Ja? Es gab noch vielleicht ein schöneres, das in der Grazer Ausstellung zu seinem 80. zu sehen war. Da gab es ein noch größeres, Hochformat. Aber das ist wirklich ein Spitzenbild, unglaublich. Und es hat ja einige Wanderungen durchgemacht bereits, ja, bis es hierher kam. Für uns ist es zum Teil immer wichtiger, heutzutage auch nachzuvollziehen, wer hat es gehabt, wo war es. Und es ist wirklich extrem befriedigend für mich als Kunsthändler, dann auch ein Gemälde dieser Dimension dann auch wieder in einen neuen
Zustand zu verbringen, ja? Und dieses und ein weiteres Kapitel einfach hinzuzufügen. Der Kärntner Maler Wolfgang Holliger hat das Bild 1974 gemalt. Aufgrund seiner Maße von 3,5 x 4 Metern eine Herausforderung für den Transport in die Galerie. Nicht jeder LKW kann ein Bild in dieser Größe in sich aufnehmen. Weshalb wir jetzt da sitzen oder knien, das Bild entrahmen und es dann auf eine Rolle rollen, damit es transportabel wird. Der Künstler denkt natürlich nicht darüber nach, wie ein Bild in einem LKW transportiert wird. Deswegen gibt es uns Kunstlogistiker, die dann eine Lösung versuchen zu finden. Werke in dieser Größe bedeuten für Galerien einen großen Aufwand. Doch die fachgerechte Logistik der Objekte der Künstler ist ein wesentlicher Teil der Galeriearbeit. Denn in der kommenden Ausstellung der Galerie wird das Bild eine tragende Rolle spielen. Die Galerie Giese und Schweiger im 1. Bezirk in Wien ist der Zielort für das noch eingerollte Kunstwerk. Der Platz an der Wand ist schon ausgewählt. Das war eigentlich von Anfang an dann klar, dass der Holliger an die Wand muss, weil das zieht die Leute rein und das wird auch der Anker dieser Ausstellung sein. Abgehängt wird das Bild, das wir hier hinter uns sehen, der Hermann Nitsch. Das ist schade für den Hermann Nitsch, aber er wird nichts dagegen haben, weil er wird durch ein absolutes Meisterwerk ersetzt. Und hoffentlich wird auch der Holliger nicht ewig da hängen und dann bekommt vielleicht ein anderer dann die nächste Chance. Der Transport von hochwertiger Kunst ist hochsensibel. Es würde einem eigentlich das Herz bluten, wenn was passiert, weil auch wenn man es reparieren kann, man möchte auch nicht wirklich etwas zerstören, was einem schöpferischen Kraftakt auch irgendwie entsprungen ist. Das großformatige Kunstwerk von Wolfgang Holliger wird ausgerollt und wieder auf dem Rahmen befestigt. Jetzt wartet noch die letzte Hürde, die richtige Positionierung an der Wand. So, an die Wand. Ja. Und runter. Die Hände. Ja. Der Herr Gleich ist also derjenige, der sich am besten mit dem Werk des Holliger auskennt. Und er meint, dass wir noch den einen oder anderen Zentimeter in die Höhe gehen, damit auch nichts von dem Bild verdeckt ist. Und das werden wir tun. Also eine letzte Runde gibt es noch. 15 Zentimeter in die Höhe und dann soll es passen. Also, 15 Zentimeter. 15 habe ich schon das Problem oben, dass das zu weit weg steht. Da komme ich mit dem Haken nicht mehr rein. Okay. Weil die Leinwand ist vierfach oben gefaltet. Ne? Da ist der Wulst schon so dick dann. Okay, 10. Ja. Wunderbar. Einigen. Reicht uns das? Maximal was geht und wir hängen rechts ein bisschen. Ja. Ich glaube, das müssen wir ausgehen. Das ist eine Not, die kann man wahrscheinlich fast erreichen. Ne? Nach dem großen logistischen Aufwand stellt sich die Frage, konnte es kein kleineres Bild sein? Nein. Es war einfach keines verfügbar. Ich habe mir auch gar nicht viel groß jetzt Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze dann im Handling sein wird. Es wird bei Bildern dieser Dimension ohnehin immer kompliziert. Das ist keine Frage des Formats. Das war einfach Liebe, für mich Liebe auf den ersten Blick. Und diesem Impuls, diesem starken Bauchgefühl, dem muss man als Kunsthändler dann eben auch folgen, weil das ist auch noch immer das beste und das stärkste Argument. Ein interessanter Punkt beim Holliger ist ja, es hat keine Titel. Manchmal haben Bilder Titel und verweisen auf ein Ausgangsmotiv, aber das haben wir in diesem Fall nicht. Was er eigentlich zeigt, ist ein visuelles Erlebnis, das visuelle Seherlebnis, das er hat angesichts eines Motivs.
Aspekte des Städtischen, der Freizeit und der Arbeit sind die Themen der bulgarischen Künstlerin Vasilena Gankovska. Regelmäßig erkundigt sich Michael Kaufmann von der Galerie Hilger nach neuen Arbeiten der Künstlerin. Das ist was ganz Neues, oder, was du hier jetzt machst? Ja, ich habe wieder irgendwie probiert, mehr Figuren einzubauen. Auch und die Malerei ist freier geworden, oder? Ja, weil ich glaube, erstmal, das ist jetzt auch aus technischer Sicht freier geworden, weil ich jetzt neue Materialien ausprobiert habe. Neue Bilder auf den Kunstmarkt zu bringen, ist ein wesentlicher Teil ihrer Zusammenarbeit. Als Galerie ist man immer versucht, irgendwas Neues zu finden. Und bei der Vasilena war es halt einfach diese Fokussierung auf die Architektur. Aber auch ihre Farbpalette hat einfach sehr gut zu unseren anderen Künstlern und Künstlerinnen gepasst. Mittlerweile ist diese Beziehung Galeristin und Künstlerin sehr dynamisch. Mittlerweile gibt es selten Exklusivverträge. Und ich kann auch mit Galerien in anderen Ländern zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch für die Galerie Hilger etwas Wichtiges, sodass ich dann auch mehr raus aus diesem Wiener Kontext komme. Und gibt es noch weitere Arbeiten, die ja, du mir zeigen kannst? Ich habe neulich ein paar etwas ältere Arbeiten wieder aufgenommen. Die waren unfertig. Ja. Und ich habe sie ein bisschen erweitert und es ist diesmal ein sehr großes Format für meine Verhältnisse. Das aber stimmt. Ich fühle mich sehr wohl darin. Wo ist das? Was? Das ist, oder ist das ein fiktiver Raum? Nein, das ist auf der Schwarzmeerküste und im Endeffekt geht es eher darum, dass diese Orte die Hälfte des Jahres komplett leer bleiben. So oder so, weil es keine Menschen. Genau, diese multifunktionale Ebene ist auch spannend, finde ich. Künstlerisch ist es einfach diese Aufarbeitung dieser Architektur der 60er, 70er Jahre, aber in der Farbpalette ist sie sehr poppig. Und dadurch, dass wir ja sehr viel Künstler aus der Popart und der Figuration Narrativ haben, passt sie in den Geschmack hinein. Bei der Galerie Giese und Schweiger ist die Ausstellung der Gruppe St. Stephan komplett. Das Bild von Wolfgang Holliger ist das zentrale Werk der Schau der österreichischen Künstlergruppe. Die Gruppe St. Stephan läutet eigentlich ein, die zeitgenössische Kunst, die Ära nach 1945 in Österreich. Die Gruppe St. Stephan ist es, der es gelingt, abstrakte Kunst in Österreich zu positionieren, mit Hilfe von Monsignore Otto Mauer, der die Galerie St. Stephan ja 1954 gegründet hatte. Einerseits Werksschau, andererseits Verkaufsschau. Galerien machen mit Konzeptausstellungen wie dieser die Objekte relevanter österreichischer Gegenwartskünstler sichtbar und erwerbbar. Die haben um die Kunst gekämpft, immer. Sie haben eigentlich ihren avantgardistischen Impetus immer behalten, die Kunst hochgehalten und dieses Feuer spürt man. Engelhardszell in Oberösterreich. Ganz in der Nähe lebt der Kunsthändler und Galerist Josef Schütz. Gemeinsam mit seiner Frau Irene hat er eine hochwertige Kunstsammlung aufgebaut. Bilder der klassischen Moderne umgeben das Ehepaar auch in ihren Privaträumen. Es ist einfach eine Freude, wenn man die Augen öffnet und man sieht die wahre Kunst. Und wenn man abends ins Bett geht und sich wieder die Bilder anschaut, ist man beruhigt, wenn man mit schönen Dingen umgeben ist. Also, das ist Lebensqualität. Ich kann mir ein Haus ohne Kunst fast nicht vorstellen. Wir haben in unserer Sammlung eigentlich alle bedeutenden oder fast alle bedeutenden Künstler, die es in Österreich gibt. Beginnend, die jeder kennt, Klimt, Schiele, Kokoschka, Egil Lienz, Koloman Moser, Walde, also Eisenschütz, alles, was Rang und Namen hat in der klassischen Moderne, ist ein Teil unserer Sammlung.
Und wie viele Bilder umfasst die Sammlung? Das sind ca. 600 Werke. Eine besondere Passion hat Josef Schütz für den Osttiroler Maler Albin Egger-Lienz und seine monumental-dekorativen Ölbilder über Leid, Tod, Werden und Vergehen. Egger-Lienz ist für mich einer der ganz bedeutenden Künstler Österreichs. Ich würde sagen, man kann ihn vergleichen mit einem Schiele, man kann ihn vergleichen mit einem Klimt, halt mit einer anderen Auffassung. Die Betrachtung der Bilder mit den ganzen archaischen Persönlichkeiten, dass man eigentlich eine Gänsehaut kriegt, wenn man sich die Werke anschaut. Und diskutiert das Ehepaar manchmal über Kunst? Oh je. Ist zum Beispiel mit Egger-Lienz. Ich bin jetzt nicht so ein Egger-Lienz-Typ. Also mein Mann ist ja Fan von Egger-Lienz. Ich bin jetzt eher ein Eisenschütz-Typ und ein Berg-Fan. Das sind so eher meine Sachen. Und ich liebe vielleicht eher die etwas leichtere Kunst. Oder die, ja, wenn man böse ist, sagt man die Wohnzimmerkunst. Man muss einfach diese Aura zulassen. Wenn man es zulässt, dass das Bild zu einem spricht, dann spricht es auch. Die Leidenschaft für den Handel von Kunst begann für Josef Schütz mit dem Kauf des ersten Bildes. Das war ein Franz von Züller. Das hat damals, glaube ich, 8.000 Schilling gekostet. Und das war, da war ich, glaube ich, 24. Ich kaufe prinzipiell nur Kunst, wenn sie mir gefällt. Also ich betrachte Kunst nicht als Spekulation, sondern Kunst muss gefallen, Kunst muss Freude im Menschen erwecken. Meine Frau und ich haben uns entschlossen, einfach unsere Sammlung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und so verwirklichte sich das Ehepaar Schütz seinen Lebenstraum. Der Bau eines Museums, um ihre Privatsammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich sehe es schon ganz von meinem geistigen Auge, wie es wird. Es ist eigentlich das, was wir immer wollten. Also. Knapp ein Jahr Bauzeit benötigte das Museumsprojekt. Nun soll das Glas zerschmettern, tief im Grunde. Geweiht sei dieser Bau zur Stunde. Schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass alle, die wir eingeladen haben, auch gekommen sind. Ich kann eine ganz erfreuliche Mitteilung machen. Es ist uns gelungen, in kürzester Zeit das Projekt Schütz Art Museum im Engelhardszell mit der Fertigstellung des Rohbaus zu feiern heute. Wir haben versucht, das Gebäude so klar wie möglich zu entwerfen und haben es auf einem Raster von 9 Feldern mit 9x9 Metern aufgebaut. Diese 9 Felder sind nach den 9 Trigrammen des Feng Shui ausgerichtet. Man hat bei so speziellen Projekten immer Druck und es gehört auch ein Druck dazu, um dann das Beste herauszubekommen. Galerien vertreten nicht nur lebende Künstler, sondern erarbeiten auch die Zusammenstellung von Künstlernachlässen. Die Galerie Suppan widmet dem österreichischen Stimmungsimpressionisten Alfred Zoff eine große Ausstellung. Das ist auch der Grund, warum wir hier diese Ausstellung über den österreichischen Stimmungsimpressionisten und Marinemaler Alfred Zoff veranstalten. Das liegt eben auch irgendwie in der Tradition der Galerie, die sich schon von den 80er Jahren her immer wieder mit Künstlernachlässen beschäftigt hat. So war es die Marie Egner, eben der Alfred Zoff. Wir haben mit der Familie von Josef Floch zusammengearbeitet. Der Alfred Zoff kommt von einer Zeit, wo wir 1991 eine große Retrospektive hatten mit einem Werkverzeichnis, wo
damals aber schon bald klar war, dass es einen Nachtrag geben wird. Mein Mann konnte im Ausland eine große Anzahl von Bildern erwerben und dadurch haben wir dann auch Kontakt zu der Familie des Künstlers in Österreich bekommen. Dadurch ist jetzt eben ein neues Buch entstanden. Wir haben das Werkverzeichnis, das alte, eben noch einmal neu abgebildet und in den Kontext mit den neuen Arbeiten gebracht. Es sind statt 600 haben wir jetzt 1500 Ölbilder. Wir haben die Monographie neu überarbeitet. Leihgaben von Museen ergänzen die Galeriewerksschau des 1927 in Graz verstorbenen Künstlers Alfred Zoff. Der Kunstsammler Josef Schütz bietet in seinen Galerien ausgewählte Werke der Privatsammlung auch für den Kunstmarkt an. Doch ein wesentlicher Teil der Sammlung geht nicht in Privatbesitz, sondern wird im neuen Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Neben dem Schwerpunkt klassische Moderne umfasst die Sammlung auch chinesische Kunst der Gegenwart. Sie wird ebenfalls im Museum ihren Platz finden. Im November 2021 eröffnete das Schütz Art Museum. Bis zu 40.000 Besucher pro Jahr werden auf den 1.600 Quadratmetern Ausstellungsflächen im Museum erwartet. Die Eröffnung, ein emotionaler Moment für den Museumserbauer. Ich möchte mich bei all den Freunden, die mich seit Jahrzehnten teilweise begleiten, ganz, ganz herzlich bedanken. Ohne meinen Kunden und meinen Freunden wäre das alles nicht möglich gewesen. Kunst wird hier nicht nur ausgestellt, sondern auch gemacht. Bis zu 15 Artists in Residence pro Jahr können in den Ateliers im Museum künstlerisch arbeiten. Die Premiere eröffnet der Mexikaner Enrique Fuentes. Das ist sehr außergewöhnlich, vor allem auch in dieser Dimension und dass man in Zeiten wie diesen sagt, ich lasse die Allgemeinheit an unserer Freude, an unserer Sammlung teilhaben. Und was man noch dazu sagen muss, Künstlern, zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, hier zu schaffen, dass das auch aus Privatinitiative übernommen wird, das zeigt schon, dass das Ehepaar Schütz auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Wir haben ein Museum für Menschen gebaut. Nicht für die Kunstwerke alleine, sondern erst einmal für Menschen. Ja, nicht, wir wollen nicht verwalten, sondern wir wollen leben mit der Kunst. Ja. Mein Mann ist eigentlich der große Kunstexperte. Und ich beurteile dann immer, ob es mir gefällt oder ja. Nicht. Josef Schütz hat aufgrund seiner Handelstätigkeit mit chinesischer Kunst auch engen persönlichen Kontakt zu den Künstlern aus Asien geknüpft. Die Verbindung zeigt sich auch im Museum. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in China tätig, habe bis jetzt 10 Ausstellungen kuratiert, habe in Wahrheit bis jetzt, wenn ich alles addiere, ca. 8 Millionen Besucher auf meinen Ausstellungen gehabt. Und das ist schon eine ganze Menge. Herr Schütz reiste sehr viel nach China, kennt viele junge chinesische Künstlerinnen und Künstler für zeitgenössische Kunst. Ja, Künstler so wie für mich so wie Luft und Wasser. Und dann verbinden sie alle Menschen zusammen. Weil dieses Museum ist ein sehr gutes Beispiel. Galeristen und ihre Künstler. Wenn die wahre Kunst zur Ware wird.